Akrobatische Einlagen, Artistik und Jonglage in der DJK-Halle in Eichstätt. Die Studierenden der Maria-Ward-Fachakademie für Sozialpädagogik trainieren fleißig für ihren Auftritt bei der Jubiläumsfeier. Denn in diesem Schuljahr feiert die Akademie ihr 50-jähriges Bestehen. Sport- und Bewegungspädagogik nennt sich das Fach, das Renate Stoll unterrichtet. Es ist ein wichtiger Teil der Ausbildung. Natürlich leiden ja viele unserer Kinder und Jugendliche durch die Digitalisierung an Bewegungsmangel, weil sie sich sehr viel mit Handy, Tablet und so weiter beschäftigen. Und die Bewegung wird dabei oft vernachlässigt. Deswegen ist es ganz wichtig für die Kinder und auch eben Jugendliche, dass sie genügend Bewegung haben. Und das sollen letztendlich die angehenden Erzieher hier auch lernen. Die Anfänge der Fachakademie für Sozialpädagogik reichen bis in das Jahr 1916 zurück. Maria-Ward-Schwestern im oberbayerischen Haag leiteten dort ein Kindergärtnerinnen-Seminar. Ihren Namen verdankt die Akademie in Eichstätt der englischen Ordensschwester Mary Ward, die sich bereits in der frühen Neuzeit für die Ausbildung von Frauen und Mädchen einsetzte. Mary Ward hat Wert darauf gelegt, Dinge zu unterrichten, die damals unüblich waren. Sie hat also sehr früh Mädchen schon Lateinunterricht gegeben. Zu ihrer Zeit die Maria-Ward-Schulen, die dann später entstanden, die haben eben sehr großen Wert auf eine wissenschaftliche Ausbildung gelegt, eben entfernt davon, von dem, was normalerweise in der Frauenbildung damals üblich war. Im 20. Jahrhundert kommen neben den allgemeinbildenden Maria-Ward-Schulen berufliche Bildungseinrichtungen dazu. 1971 wird die Ausbildungsstätte von Haag nach Eichstätt verlegt. Über 12 Jahre gewährt die Mädchenrealschule der englischen Fräulein am Residenzplatz der Fachakademie Unterkunft. Die Anforderungen an die Ausbildung wachsen. Die Studierendenzahlen nehmen zu. Ein Neubau wird notwendig. Die Ursprünge von der Fachakademie waren, dass die 71, als sie herkamen, zunächst in dem damaligen Realschulgebäude hier nebenan Unterschlupf gefunden haben, bis dann hier 84 der Neubau bezogen werden konnte. Und der ist eben ganz bewusst als Schule konzipiert. Die damalige Schulleiterin, die Schwester Ariane, hat da auch sich sehr eingebracht und hat eben wirklich darauf geachtet, dass es ein funktionales Schulgebäude ist. Seit 2005 ist das Bistum Eichstätt Träger der Fachakademie. Die Maria-Ward-Schwestern sind nicht mehr vor Ort. Ihr Vermächtnis spiegelt sich aber in den christlichen Werten wider, die Schule und Ausbildung prägen. Wir sind als kirchliche Schule natürlich dem christlichen Menschenbild sehr stark verpflichtet und legen da allergrößten Wert darauf, dass vor diesem Hintergrund eben man diesen Maßstab auch an die Klientel praktisch anlegt, also an die dann von den zukünftigen Erzieherinnen und Erziehern betreut werden, die Kinder, Jugendlichen, beeinträchtigten Menschen. Je nachdem, dass man eben wirklich immer die Ebenbildlichkeit Gottes vor Augen hat, dass man eben immer die in ihrer Ganzheitlichkeit, in ihrer Würde auch so sieht und versucht zu fördern. Und in diesem Hinblick bilden wir eben unsere Erzieherinnen und Erzieher aus. Rund 250 Studierende besuchen aktuell die Fachakademie in Eichstätt. Seit 1972 können sie hier Fachabitur machen. Eine fundierte pädagogische Ausbildung ist dabei die Basis. In der Praxis- und Methodenlehre lernen die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel, was Transitionen, also Übergangsphasen im Leben sind. Die Schüler sollen sich halt mal erstmal bewusst machen, was gibt es für Übergänge im Leben, die ein Kind oder ein Mensch generell durchschreiten muss. Warum ist eine Übergangsbegleitung wichtig? Um was geht es da? Wie kann man Kinder und Übergänge begleiten? Welche Schwierigkeiten können da auftreten? Und dann sollen sie eben das auch in die Praxis übertragen. Also einmal überlegen, so wie haben wir das in der Praxis bisher schon erlebt? Das auch reflektieren, was war davon positiv, was war negativ, also was könnte man besser machen. Auch die Kunst- und Werkpädagogik spielt in der Erziehung eine besondere Rolle. Bei Andrea Lekte lernen die Studierenden die Bedeutung der Kunstpädagogik und handwerkliche Fertigkeiten beim Töpfern und Glasieren. Außerdem gestalten sie Figuren aus Pappmaché, die sie später auch in der Erziehungsarbeit einsetzen können. So eine Handpuppe, so eine Puppe kann dann auch mal Dinge sagen, die die Erzieherin selber nicht oder ungern sagt. Deswegen hat es da ganz viele pädagogische Möglichkeiten. Kreativität ist Medizin gegen die Gewalt des Lebens. Und das zeigt schon, das ist für jeden gut, aber natürlich für unsere Erzieherin ganz besonders. Eine Besonderheit der Fachakademie ist der große Garten hinter dem Haus. Er wird nicht nur für die Pause, sondern auch im Wahlfach Gesundheitspädagogik genutzt. Denn seit 2019 ist die Schule Kneipp zertifiziert. Das heißt, wir setzen hier bei uns im Alltag das Gesundheitskonzept nach Kneipp um.
Viele kennen ja Kneipp von den Wasseranwendungen, also sprich das Wassertreten ist ja das bekannteste. Und das Kneipp-Konzept oder das Gesundheitskonzept nach Kneipp beinhaltet eigentlich noch wesentlich mehr, nämlich Wasser, Bewegung, Ernährung, Pflanzen, Heilpflanzen und die sogenannte gesunde Lebensordnung. Heute geht es um Heilpflanzen und Ernährung. Im Garten sammeln die Studierenden Wildkräuter wie Löwenzahn, Gänseblümchen oder Brennnesseln. Dabei erfahren sie, wie sie zum Beispiel Giersch erkennen und lernen, die Kraft der Kräuter zu nutzen. Nach der Theorie machen die Schüler aus den gesammelten Kräutern mit Hilfe von Gewürzen eine gesunde Kräuterbutter. Die meisten haben sich bewusst für eine Ausbildung an der Maria-Ward-Akademie entschieden. Es macht wirklich jedes Unterrichtsfach Spaß, es ist eine tolle Atmosphäre und auch von den Lehrern her, es passt das Gesamtkonzept quasi. Also mich haben vor allem die Erfahrungen oder die Erzählungen von anderen Studierenden überzeugt, vor allem aber auch die gute Anbindung oder weil es halt ziemlich nah ist an meinem Wohnort. Ja, also du hast schon viele Möglichkeiten mit dem Beruf Erzieher und kannst dann auch natürlich auch noch vieles weiter studieren oder ähnliches, aber für mich geht's in den Waldkindergarten. Unterricht und Methoden haben sich im Laufe der Zeit gewandelt. Mit ihrem vielfältigen Konzept bietet die Maria-Ward-Fachakademie in Eichstätt angehenden Erzieherinnen und Erziehern seit 50 Jahren eine fundierte Ausbildung. Mary Ward wäre mit Sicherheit zu Recht stolz.